Das ist heute eben die Möglichkeit, in dem Gesetz durch diese Legalisierung in Österreich sowie in Deutschland, dass alle Damen Steuern bezahlen und versteuert und versichert sind. In allen Herr Müller, darf ich da direkt mal reingehen? Mir ist ein Fall bekannt, sowohl einer in Salzburg, im Pascha hier, wie auch einer in Pascha Köln, der durchaus nicht dieser Regulierung entspricht. Vor ein paar Jahren ist in Pascha Köln ein 17-jähriges Mädchen aus Osteuropa rausgeholt worden, die 9 Monate kein Tageslicht gesehen hat, die 9 Monate in Pascha Köln gehalten wurde, ohne rauszukommen. Ja, Das ist ein Menschenhandelsfall, der bei einer Menschenhandelsorganisation registriert ist. Eine Frechheit, was Sie hier äußern. Und der verhandelt wurde. Herr Müller, lassen Sie vielleicht Frau Bell ausreden und danach dürfen Sie antworten. Schwarzen kann man gar nicht ausreden lassen. Lassen Sie Hintermänner dieses Menschenhandelsfalls wurden sogar verurteilt. Die Frau ist bis heute in höchster Gefahr. Einfach, deshalb möchte ich auch nicht weiter in Details gehen. Aber ich glaube, Sie haben ja auch Ihren Anwalt mitgebracht. Der müsste irgendwo im Publikum sitzen. Sie können dem gerne mal nachgehen. Solvodi ist die Hilfsorganisation, die diesem Mädchen dann geholfen hat. Wie gesagt, der Fall ist verhandelt worden. Die Täter wurden verurteilt. Ich sage nicht, dass Sie das direkt waren. Da gab es sicherlich Hintermänner. Gehen Sie dem Fall nach. 17 Jahre, 9 Monate kein Tageslicht gesehen. Das war Pascha Köln. Also. Das Pascha in Salzburg hatte 2007, 2008 diesen sehr bekannten Fall, der durch die Presse gegangen ist, wo eine junge Rumänin, eine damals 18-jährige Rumänin, ihr Kind aus dem Fenster geworfen hatte. Ja. Sie war schwanger. Niemand wusste das offenbar bei Ihnen im Betrieb. Ja. Sie war schwanger und hat das Kind dann geboren und aus dem Fenster geworfen. Sie stand offenbar unter extremem psychischen Druck. Der Arzt hat sie immer wieder aufgefordert, mit dem Job aufzuhören. Ich frage mich, wie ist das mit einem 18-jährigen, vielleicht sogar 17-jährigen Mädchen, als sie gekommen ist in ihr Bordell, ich weiß es nicht, aus Rumänien. Wie weit kann sie die Sprache, wie weit kennt sie die Rechte, wie weit kennt sie ihre Rechte, ihre Menschenrechte auch? Was hat sie dazu getrieben, ihr Kind aus dem Fenster zu werfen? Das sind Fragen, die beantworten sich nicht durch Festanstellungen und durch irgendwie legal Steuern zahlen. Wenn ich darauf antworten darf, auf den Fall in Salzburg, dieses Mädchen mit 18 Jahren, es ist nicht feststellbar, aus welchem psychischen Druck heraus sie dieses Kind aus dem Fenster geworfen hat, das ist also die Tatsache. Und ich kann nur sagen, dass diese Dame heute bei uns im festen Angestelltenverhältnis ist, die Sprache Deutsch perfekt beherrscht. Konnte sie es damals? Nein, damals, wie sie kam, konnte sie es nicht. Und es ist auch, sie damals? Und es ist auch das, was wir den Damen anbieten, Deutschunterricht. Alles. Und es gibt bei uns keine eingeschlossenen. Alle Damen können rausgehen, wann sie wollen, reingehen. Also kein Tageslicht 10 Monate lang. Ist ein absoluter Schwachsinn in unserem Haus. Absoluter Schwachsinn. Pascha Köln verurteilt. Es ist ein absoluter Schwachsinn. Also muss man